Hallo Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was Kunst du? Denn das ist hier die Frage. Keine Nacht in Drogen, stattdessen alle Tage für die Kunst. Mein heutiger Gast malt wie im Rausch berauschende Bilder. Hier erzählt er aus seinem bewegten Leben und das ist ein Leben voller Einsichten und bester Aussichten. Bildlich gesprochen drogenfrei und Spaß dabei, also sozusagen mit Happy End. Die Kunst rettete ihn, aber das Leben davor begann rein hart. Na, und wer wird bei uns sein? Reinhard Stammer. Hallo Reinhard. Hallo Cosmo. Reinhard, wenn ich das so hier in der Anmoderation sage, es fing hart an, also dein Leben begann scheiße? Nee, begann nicht scheiße. Ich bin in eine Zeit hineingeboren worden, denke ich mal, in der sehr, sehr viel Umbruch stattfand oder sich ankündigte. Also wann bist du geboren? 1952. Darüber wollten also wir eigentlich nicht reden. Nachkriegsmäßig. Ja, das stimmt. Aber naja, uns hört ja eh keiner zu. Ja, gut. Nee, bleibt ja unter uns. Gut, es wird rausgeschnitten. Nee, das weiß ich nicht. So viel Arbeit machen wir uns ja auch nicht. Also 52, Nachkriegszeit. Ja. Deutschland im Wiederaufbau, aber ich sag mal jetzt so 45, alles in Schutt und Asche, 52 doch wahrscheinlich schon so diese goldenen 50er Jahre, im Prinzip doch richtig Aufbruchstimmung, oder? In die bin ich wohl so langsam hineingewachsen, ja. Und ich denke, dass in dieser Zeit, also auch, ich erinnere mich an meine Schulzeit, es waren noch so viele alte Lehrer der alten Schule, die auch im Nazireich gedient hatten, die hatten wir auch gehabt. Es waren so viele Dinge, die einen bewegten und vieles, was sich wahrscheinlich in Deutschland neu zu etablieren anfing, das hatte sich wahrscheinlich eher in jungen Köpfen wie mir Bahn gebrochen und Platz geschaffen, als wie in den alten Tonköpfen. Das klingt ja so ein bisschen nach einer sich anbahnenden Revolution. Ja, es war ja damals, die 68er fing dann ja auch irgendwann sich anzukündigen. Also okay, wir, 68er, da warst du 16, ne? Ich war zu jung dafür. Ich habe aber eben mitbekommen, dass vieles, was vorher als sanktioniert galt, in Frage gestellt wurde. Ich war selbst an der Schule, war ich sehr renitent und aufsässig. Die Beatles waren da, die Rolling Stones waren da. Ich war der Erste mit den langen Haaren. Ich war der Erste mit rosa Hosen. Ja, so richtig hat sich da nicht viel daran geändert. Nee. Du hättest auch mal zum Friseur gehen können, bevor du im Fernsehen kommst. Ja. Ich war jetzt gerade deinetwegen extra kurz vorher zum Friseur. Hat meine Frau mich aufgefordert, ich habe es gemacht. Ja. Nee, also es war schon so, dass vieles in Bewegung war. Und ich war wohl mit einer derjenigen, der das kennt. Ich habe es aufgesogen. Ich habe es damals wirklich aufgesogen. Und hätte auch gerne bei den 68ern mitgemacht, dafür war ich zu jung. Aber es war Timothy Leary, die Beatles, Drogen waren als bewusstseinserweiternde Medikation empfohlen worden. Also über die ganzen Konsequenzen, die Drogen mit sich bringen, darüber war man sich nicht so richtig im Klaren. Ich bin genau mit 16 bin ich angefangen, mit Haschisch. Ganz normal habe ich LSD ohne Ende genommen. Und relativ schnell bin ich dann also auch zu den harten Drogen gekommen und habe dann also eigentlich all das gemacht, was man nicht machen sollte. Ich habe Apotheken aufgebrochen, Rezepte gefälscht, ich habe Drogen ohne Ende genommen, ich war nur noch ein Strich in der Landschaft. Pillen oder? Ecstasy gab es ja zu der Zeit noch nicht? Ecstasy, nee, das sind diese synthetischen Drogen. Ich habe synthetische Heroin, Yetium Palfium. Aber viel Kokain genommen, das haben wir aus den Apotheken geholt. Also die ganze Palette. In Apotheken gibt es Kokain, ja? Ja, für Augenkliniken und so, dafür wird das gerne verwandt. Ja. Reines Zeug. Also ich habe es alles mitgemacht, ich habe es alles konsumiert, ich habe auch Dinge konsumiert, die andere sich nicht zu konsumieren trauten. Wenn du eingebrochen, dann hat das strafrechtliche Konsequenzen, nämlich wahrscheinlich haben sie sich irgendwann mal erwischt. Ja, auch mit 18 Jahren bin ich dann in Neustadt hinter schwerste Gitter gebracht worden. Ich war damals in an mir wurde so ein Exempel statuiert. Die wussten auch nicht, was sie mit mir anfangen sollten. Also sowas gab es, wie mich gab es in dieser Form so noch nicht.
Da gab es noch den Paragraph 51.1. Die ganzen Delikte, die ich begangen hatte, die wurden dann damals unter diesem Paragraphen zusammengefasst. Was heißt das? Kriminelle Dinge getan unter Einfluss von Drogen. Deshalb kam ich nicht an. Also strafmildernd? Strafmildernd war es nicht unbedingt. Also ich glaube, da wo ich gewesen bin, im Neustadt, in dem Haus 6, das feste Haus. Ist das ein Gefängnis oder ist das ein Neustadt Krankenhaus? Neustadt ist ein Landeskrankenhaus für schwerste psychische Fälle, die dort behandelt. Also nicht Strafe, sondern Therapie? Nee, das gab es da nicht. In Neustadt sowieso nicht. Da gab es nichts mit Therapie. Da wurden wirklich Leute untergebracht, die aus der Gesellschaft entfernt werden sollten. Und da bin ich. Okay. Und da gab es einen ganz. Also Verschlusssache, Stammer. Richtige Verschlusssache. Mhm. Da bin ich da ein Jahr gewesen. Dann hatte eine gute Reputation. Ich habe auch Eltern gehabt, die sich gekümmert hatten. Ich habe also Pastoren gehabt. Ich habe Leute aus der Politik. Deine Eltern haben dich nicht fallen gelassen. Die haben mich da nicht fallen lassen. Später haben sie mich, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Haben sie mich nicht fallen lassen. Elternhaus hat natürlich auch mit dieser ganzen Geschichte zu tun, mit Drogen. Also da will ich auch gar nicht großartig weiter drauf eingehen. Also es waren turbulente Zeiten, in die bin ich hineingewachsen und habe sie ausgelebt bis zum Exzess. Okay. Also nach einem Jahr bist du wieder aus dem Ding raus? Dann hatte ich nur meine Verhandlung gehabt und wurde dann irgendwie auf wurde mir auferlegt, ich sollte in eine Psychotherapie, ich wurde in die Uniklinik in Kiel wurde ich gebracht. Das war eine sehr fortschrittliche, alle anderen hatten Ausgang, ich aber nicht. Das war aber eine sehr fortschrittliche Geschichte, da standen die Leute an, um dort therapiert zu werden. Und da gab es Animaltherapie? Nö, Gesprächstherapie, so nach Freud und all sowas. Malen auch und sowas. All solche Sachen wurden auch gemacht. Mhm. Das schon. Das wurde ein Jahr gemacht und dann haben die geglaubt, dann wurde ich entlassen. Als geheilt sozusagen. Ja, die haben mir nicht so richtig große Chancen gegeben. Auch da war ich ein bisschen aufsässig, weil ich konnte. Mhm. Ich war der Einzige, der keinen Ausgang hatte. Und das war natürlich auf Dauer extrem nervig. Mhm. Und ich wollte raus. Also du warst so um 20 Jahre rum, noch relativ am Anfang deines Lebens sozusagen. Es war immer noch rein hart. Immer. Was dann? Dann bin ich kurz wieder mit Drogen angefangen und dann habe ich aber gesagt, jetzt wenn ich da war irgendwie so eine Initialzündung bei mir, als wenn plötzlich so ein Blitz in mich fuhr. Mhm. Da wurde mir klar, das war wirklich von einem Moment auf den anderen war mir klar, was machst du hier eigentlich? Und von dem Moment ab an war Schluss. Also es gab einen lichten Moment in deinem Leben. Einen lichten Moment gab es sozusagen durchgeblickt und hast gesagt, okay, so geht das nicht weiter. Nee. So darf das nicht sein. Okay. Prost. Prosit. Ja, das ist kein Korn hier, ne? Blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn, aber es Wasser. Ich auch nicht trinken. Ja, ich bin dann. Also wie sagen wir, wir reden darüber ja sowieso eigentlich nicht darüber, um über mich zu reden, sondern irgendwie um das irgendwann mal in Zusammenhang mit meinen Bildern zu bringen. Wir wollen zu deinen Bildern letztendlich kommen, aber diese Vorgeschichte ist eigentlich ganz interessant. Deshalb ist es wichtig, die Kunst hat dich gerettet. Mhm. Das heißt, du hast dann also diesen Geistesblitz gehabt, du hast gesagt, okay, das Leben muss nochmal in andere Bahnen gesteuert Kunst werden, sonst nicht. Ist das hier bald zu Ende. Die Kunst war es, ich habe immer gemalt, von frühesten Kindesbeinen an habe ich Kunst gemacht. Ich wollte auch mit 16 auf die Mutheseschule in Kiel, dann kam diese Drogenkarriere dazwischen, die hat mir dann, und ich wollte auch nicht so unbedingt wieder das studieren, aber eigentlich hatte ich, das war in meinem Plan war das drin. Okay. Schule habe ich abgebrochen, ich wollte mein Abitur machen, da kam die Drogengeschichte dazu. Habe ich dann auf zweiten Bildungsweg mit 25, 26 habe ich dann mein Fachabitur gemacht. Nee, das habe ich doch nicht gemacht. Ich wurde wegen meiner politischen Geschichten, ich war dann extrem linkspolitisch engagiert, hatte eigentlich mein Abitur gemacht, dann hat dann die schleswig-holsteinische Landesregierung gesagt, weil ich dann ja auch irgendwo in den Staatsdienst hätte kommen können. Den Anfängen müsste man wehren und dann wurden die Lehrer bei uns in der Schule wurden darauf angeschworen, Leute wie mich und einige andere, ich war damals politisch organisiert im Kommunistischen Bund Westdeutschland, wie sich das gehört. Und mir wurden dann die Noten, die mir dazu verholfen hätten können, das Abitur zu machen, die wurden mir schlecht gemacht.
Und so hatte ich mein Abitur auch nicht machen können. Auch wieder scheiße. Berufsausbildung gemacht. Dann habe ich erstmal, dann wurde ich krank. Dann hatte ich meine erste Lebergeschichte gehabt. Die hat ja auch seine Ursache. Ja gut, Anfang 20 klar, kann das ja schon mal vorkommen. Dann habe ich dann irgendwie lange Zeit, ich habe LKW gefahren, LKW-Führerschein gemacht. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Ich habe in der Tank- und Schiffsreinigung gearbeitet. Alles so richtig. Buntes richtig, Leben, viele Einflüsse. Richtig harte, schwere Sachen. Okay. Beim KBW habe ich gemalt, da Plakate geschaltet, also Plakate, die bundesweit überall ausgehängt worden sind. Das war interessant. Richtung, ja. Hab dann eine Druckerausbildung gemacht, die wurde mir empfohlen, weil ich also mit meiner Leber nichts Schweres, mit der Lebererkrankung nichts Schweres machen konnte. Wobei ich mal gehört habe, die Drucker saufen alle. Nee, da nicht. Die haben mit viel Lösungsmitteln. Das ist meiner Leber überhaupt nicht bekommen. Okay. Also damals hat man die Hände, wenn man die Drucker in die Eimer mit Lösungsmitteln getan. Und das war alles. Darüber hat man sich keine Gedanken gemacht. Das war auch nicht so richtig vorteilhaft. Ich hatte neulich mal einen Maler hier, Nils Peters, erzählte mir, er ist Biologe. Und der kennt sich mit solchen Hautgeschichten aus. Das ist aber ein Freund von dir, hat er mir auch erzählt. Der hat mir auch mal so einige Geschichten darüber erzählt, was das für Auswirkungen haben kann. Ja, gut, ja. Aber wann kam es denn nun zur Malerei? Wir sitzen hier in der Kunstsendung. Ich hab weitergemalt. Ich hab auch zu allen Zeiten habe ich Bilder bei mir zu Hause, die immer richtig gut gewesen sind. Also ich glaube sagen zu können, ich habe immer wieder richtig gute Bilder. Ich habe mein Leben in einigen Bildern immer wieder dokumentieren können. Okay. Aber im Nachhinein ist, ich habe dann ja mit 33 habe ich Verlag gegründet, habe ich 20 Jahre geführt, so Verlag mit Porsche Poster und Ferrari Poster, habe alle Lizenzen gehabt, weltweit vertrieben. Also sind Sie so diese Kunst? Ja, das waren viele namhafte Grafiker, die Plakate gestaltet hatten. Das hat mich fasziniert und ich habe mich mit den Sachen beschäftigt, mit diesen Grafiken und fing dann an, meine Druckerausbildung dafür nutzbar zu machen. Mhm. Ich habe nicht als Drucker gearbeitet, hatte keine Lust zu. Ja. Und habe mich dann als Verleger selbstständig gemacht. Das ist auch über 20 Jahre erfolgreich gegangen, habe einen wirklich guten Verlag aufgebaut. Habe zwischendurch weitergemalt, habe immer weitergemalt, aber nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich würde Künstler werden können. Mhm. Es sind in der Zwischenzeit, ich bin dann mit 53 sehr sterbenskrank geworden. Mhm. Und konnte meine Firma auch nicht mehr weiterführen. Das war so eine Zäsur. Ich musste meine Firma verkaufen mit riesigen Verlusten. Und war dann quasi so vor so eine Situation gestellt. Reinhard, was machst du jetzt? Das heißt also schön, man redet sich das von der Leber. Und ich habe diese Geschichte mit meiner Erkrankung, eventuell das nicht mehr lange machen zu können, habe ich mir regelrecht von der Leber gemacht. Ich fing an zu malen wie ein Wahnsinniger. Ich habe gemalt ohne Ende. Und ich habe mithilfe... Es geht immer alles exzessiv in deinem Leben. Ja, mein Leben war nur exzessiv. Wenn man deine Bilder hier so betrachtet, da gleicht da nicht ein Bild dem anderen. Nee. Das sind alles ganz unterschiedliche Dinge. Und im Grunde genommen, ich habe es so formuliert, dass ich gesagt habe in der Anmoderation, er malt wie im Rausch berauschende Bilder. Mhm. Und wir können ja mal uns die so ein bisschen aus der Nähe betrachten. Du kannst ja ein bisschen was erzählen dazu, wenn du magst. Ja, so richtig viel nicht, aber ich kann es versuchen. Okay. Ein ganz großes, also du malst ja auch riesige Formate. Ja, ich mal. Das ist. Ich stehe auf der Leiter, da kommen wir ja gar nicht ran. Ne? Ich bin 1,91. Das hängt ja auch nicht so hoch. Okay. Also ich mal gerne sehr, sehr große Bilder, das ist nicht mein größtes. Also ich könnte die ganze Wand hier übermalen, wenn ich wollte, wenn ich die Möglichkeit hätte. Und das geht dann auch in einem weg, also das auch wie im Rausch. Also es ist nicht so. Aber du bist nicht berauscht dabei. Also es ist nicht so, dass du jetzt sagst, ich nehme dann irgendwelche Mittelchen und habe jetzt Bewusstseinserweiterung, was ja viele Künstler so als Ausrede immer nehmen. Überhaupt nicht. Ist nicht der Fall. Du bist ganz nüchtern und... Ja. Es entstehen diese Werke. Ich habe mich dann nach all diesen Wirren, habe ich mich viel mit Buddhismus und Advaita beschäftigt, war in Indien lange Zeit und habe dann irgendwann verstanden, verstehen gelernt, dass der Verstand nicht das alleinige Mittel ist, um im Leben irgendwas Bedeutsames zu machen. Es ist manchmal schön, sich zurückzuziehen oder den Verstand ausruhen zu lassen. Mhm. Und das, ich habe lange in Zen-Meditation gesessen, all solche Geschichten. Ich habe nie das erlebt, was andere bei Meditation erfahren. Mhm. Das, was andere bei Meditation erfahren, habe ich erstmalig bei der Malerei erlebt, als ich gemalt habe und dieser Rausch anfing, wo ich beim Tennis, ich habe lange Tennis gespielt, dieser Flow, man ist in so einem
Ja, man, es ist nichts mehr da. Es ist einfach nur malen. Es ist nur malen. Und das sind die Momente, wo ich gesagt habe, das ist es. Eigentlich geht es darum. Und das ist es, was ich bei der Malerei, wie auch bei diesem Bild, ich weiß nie. Ich habe nur das Gefühl, ich muss wieder ins Atelier. Es zieht mich was dahin. Ich weiß nicht, was entsteht. Ich fange an mit irgendwelchen Strichen. Mit Nils Peters habe ich auch mal zusammen gemalt, bei mir im Atelier. Ich bin einfach nur angefangen. Also Nils weiß, wie es funktioniert, wie ich es mache. Und ja, der war ja im Mai in unserer Sendung und da hat er erzählt, er hat Bilder im Kopf und setzt die dann eigentlich auf der Leinwand um. Also genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Du sagst eben, da passiert irgendwas und am Ende kommt sowas bei raus. Und das ist ja verwirrend, das ist teilweise irritierend, was du malst. Manchmal steht man davor und sagt, ich auch. Was ist das, was passiert da eigentlich, was will dieser Maler uns sagen? Also bei dir trifft ja also dieser Titel unserer Sendung, Was Kunst du, eigentlich ganz besonders zu. Und irgendwo steht man dann davor und ist fasziniert. Also man kann sich dieser Wirkung deiner Bilder eigentlich nicht entziehen. Und insoweit ist es ganz, ganz interessant, dass du heute da bist und mal erzählst, wie sowas entsteht. Ja, es gibt so einen Kunstkritiker und auch namhafter Künstler, der hatte mir mal gesagt, es gibt grob drei Arten von Künstlern. Also das gibt die Künstler, die Welt, die sie vor ihrem physischen Auge sehen, auf die Leinwand oder auf den Malgrund projizieren. Dann gibt es diejenigen, die vor ihrem das, was sie vor ihrem geistigen Auge haben, übersetzen. Ja. Und dann gibt es diejenigen, die überhaupt nicht wissen, was sie tun. Und zu denen muss ich mich zählen. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich weiß nicht, was passiert. Definitiv von Anfang an. Kannst du trotzdem irgendwas dazu sagen, was wir hier sehen auf diesem Werk? Weil ich gleich auch den Vergleich zu den anderen Bildern, die wir im Studio haben, herstellen möchte. Also ich hab dieses Bild, nachdem es fertig war, es ist einfach entstanden. Das Bild war da. Ja. Ich habe gemalt, das Bild war da. Ich habe natürlich nachher noch ein bisschen gefeilt. Ich habe plötzlich, es fängt irgendwann an, fängt das, was auf der Leinwand ist, an mit mir zu kommunizieren. Findet ein Austausch statt. Es kommt auch vor, dass ich in meinem Atelier schreie, dass ich ein Bild anschreie. Ich fange an, mit dem Bild zu sprechen. Sowas kommt vor. Dieses Bild bin nicht mit einem Thema rangegangen. Ich habe das Bild einfach, nachdem ich mir das angeguckt hatte, stand davor. Der Titel ein. Thoughts about the evolution. Gedanken über die Evolution. Frage mich jetzt nicht, ich bin kein Wissenschaftler und ich habe auch keine Lust, das jetzt herzuleiten, warum das so ist, warum jetzt der Dunkelhäutige da ist und auch wieder am Ende da ist, warum der Vogel sein Ei legt, warum das Krokodil da ist, warum die Schwangere da ist. Ist entstanden, ist einfach so, warum das so ist, weiß ich nicht, aber für mich lag es nahe, dass das Bild, und mir gefiel der Titel, der mir einfiel, Thoughts about the evolution. Mir gefiel er und ich dachte, passt. So. Und das war's. Das war das Bild. Ich kann den Titel da wieder erkennen. Wir gehen mal ein Bild weiter, damit wir mal eigentlich diesen Unterschied dann auch wirklich zeigen können, wie anders die einzelnen Bilder werden. Das wird noch ganz, ganz spannend. Ja, das ist ein nettes Bild. Das heißt, das ist wie mit Lippenstift draufgeschrieben. Bild habe ich Sorry genannt. Ja. Ich hab auch nicht da gesessen, irgendwie nach einer wilden Liebesnacht. Ja, es sind ja auch kleine Herzchen zu sehen. Ne? Kleine Herzchen, das Bett ist da zu sehen, Flasche Wein, so eine Stehlampe, so eine kitschige. Ah, das ist eine Flasche Wein, das ist kein Messer. Die Flasche Wein ist die Flasche und da ist das Glas Wein. Und zufälligerweise tropft das Blut vom Messer in es tropft ein Loch, habe ich es richtig erkannt? Ja, okay. Und hier unten gibt es einen Männerkopf und da gibt es auch ganz viel Blut, ja? Ja, das Blut, das tropft ja noch vom Messer. Also ich habe das so interpretiert. Massaker. Also sie hat ihn gemeuchelt und sagt, sorry, also ich denke, er lächelt ja noch. Ne? Die haben zu dritt eine schöne Nacht miteinander verbracht. Und es ist einfach zum Exzess gekommen. Die haben irgendwo eine Art von Höhepunkt erlebt. Dabei ist ihm der Kopf abgetrennt worden. Aber er lächelt noch, er hat seinen Spaß gehabt. Also es ist ja nicht so, dass das irgendjemand, dass da eine Situation da ist, wo man sagt, oh, wie schrecklich, wie grässlich. Nee, er hat seinen Spaß gehabt, ist vorbei. Und die beiden entschuldigen, sagen sorry, die Herzen sind auch noch zu sehen. Also die haben Spaß miteinander gehabt. Die anderen Zuschauer zu Hause werden jetzt möglicherweise denken, naja, was Drogen anrichten können, ein Teufelskreis. Ja. Dass das aber gar nicht so sein muss. Wir können ja nochmal weitergehen, mal gucken, was noch kommt. Es bleibt spannend. Ja, dieses Bild, also das ist das Bild, zu dem ich wahrscheinlich am meisten sagen könnte, weil... Es kann sich ja wahrscheinlich jeder noch vor 2 Jahren, war diese Reaktorkatastrophe in Fukushima. Ja. Und ich... Deswegen die Schützaugen. Ja.
Ich saß tagelang wie gebannt vom Fernseher. NTV habe ich geguckt und wollte einfach wissen, was passiert. Was passiert? Okay. Es kulminierte immer mehr. Und irgendwann brachen diese Reaktoren auseinander. Und dann irgendwann hat sich das auch wieder gelegt. Und ich dachte, du hast schon jetzt etliche Tage nicht mehr gemalt. Und ich spürte in mir, ich muss wieder ins Atelier und fing an zu malen. Mhm. Und das war schon sehr bezeichnend, dass ich merkte, Dinge, die sich in mir irgendwie eingraben, die in mir arbeiten, die schaffen sich irgendwann mal irgendwie Luft, die wollen raus. Mhm. Ist bei denen wahrscheinlich auch. Irgendwas ist da in den Bildern, aber hier ist es ganz deutlich. Ja. Ich habe nichts, absolut definitiv nichts von dem, was hier auf dem Bild ist, konzipiert gehabt, geplant gehabt. Mhm. Das Bild war weitestgehend fertig, bis ich dann irgendwie entdeckte, oh, da ist jemand mit Schlitzaugen, da könnte ein Reaktor sein und hier ist auch so eine dunkelhaarige. Und dann fing ich an, das bisschen auszumalen. Und dann hier dieser unsichtbare Tod hier an der Seite und hier der kleine Buddha, der sitzt. Und die Japan, das eigentlich die Delfine, die in Japan abgeschlachtet werden. Also ich fing plötzlich an, das alles zu assoziieren und ein Bild, es wurde ein Bild raus. Und ich hab dieses Bild genannt Night Over Nippon. Und ich fragte mich im Nachhinein, was hat diese Frau hier zu sagen? Welche Bedeutung hat sie? Und was hat dieser Kopf zu sagen? Das andere ist relativ klar, dass der Reaktor, der explodierte, der Totenkopf, die Delfine und die japanische Flagge. Was haben die beiden zu sagen? Und da guckte ich mir das an und da wusste ich, sie ist der Tsunami, diese Wellenbewegung ist der Tsunami. Und hier dieser Kopf mit den Hörnern, das ist das Erdbeben. Mhm. Habe ich nicht geplant, aber es ist ein phänomenales, unglaublich gutes Bild daraus entstanden. Dank dieser Katastrophe. Phänomenal finde ich die Erklärung. Also ich lausche dir da ganz fasziniert. Ich hoffe, unseren Zuschauern geht das letztendlich ganz genauso. Denn wenn jemand das so erklärt, dann erschließt sich eigentlich erst ein Bild, wo man sagt, das verstehe ich. Ja. Denn wenn man das Bild jetzt einfach nur so in einer Galerie hängen sieht, ohne all deine Worte, dann kann man zwar alles Mögliche hineininterpretieren. Ich persönlich finde es ganz faszinierend und vielen Dank, dass du heute Abend da bist, um mir, unseren Zuschauern, gerne, das zu erklären. Denn das ist wirklich, das ist schon ganz was Besonderes. Mhm. Und man merkt dann auch Unterschiede, wenn man so Sendungen moderiert, wie ich es hier mache, hat man viele, viele Künstler, viele Gäste und da ist auch viel heile Welt und alles Mögliche, ganz toll. Bei dir merkt man wirklich so dieses pralle Leben. Mhm. Und ich meine das ganz positiv, wenn ich sage, ja, Genie und Wahnsinn. Ja. Ja. Liegen da irgendwo ganz eng beieinander. Ich glaube, da hast du recht. Gerade auch, wenn man sagt, ja, das entsteht einfach. Mhm. Also völlig sinnfrei, in Anführungsstrichen, also nicht vorgehabt. Das ist einfach entstanden und dann passiert so ein Ding und dann kannst du solche Geschichten erzählen. Ist der Wahnsinn. Also ich bin ganz, ganz neugierig, viel, viel mehr von dir zu sehen und zu hören. Eins haben wir noch, das können wir noch gerade zeigen. Und dann musst du mal erzählen, wo man deine Bilder in Ausstellungen sehen kann. Also hier kann ich zu dem Bild, das habe ich A Worm in the Town, der Wurm in der Stadt genannt. Das ist einfach, darunter ist, das ist ein IKEA-Rahmen. Ich habe mal bei IKEA so einen Sonderposten von Bild, von darf man gibt nicht sagen. Es gibt auch viele andere schöne Möbelhäuser, aber ist nicht, weil das so gut ist, sondern es war günstig, habe ich gekauft, ja, und hab das Glas rausgehauen und habe dann selbst das Bild, das da drunter ist, habe ich als Vorlage, habe das einfach nicht, habe es übermalt. Man sieht hier noch die Hoche. Und irgendwie ist dann irgendwo so dieser Wurm in der Stadt entstanden. Hat kein Tier, ist mir eingefallen. Ist aber ein schönes Bild. Ist das alles gemalt oder es sieht fast aus wie eine Collage? Dahinter sind also noch diese Ursprungsbilder, die da. Also da waren Gebäude oder irgendwas. Ja, genau. Okay. Und das habe ich dann. Das hast du also einfach mit reingearbeitet. Habe ich mit reingearbeitet. Ja, man denkt eigentlich durch, dass es gelassen. Ja, das sind einfach so diese Sachen. Also ich kann 3, 4, 5 Bilder kann ich in einer Manier machen. Und dann wird mir, wie alles im Leben, wird's mir langweilig. Ich muss da was Neues machen. Und so habe ich 3, 4, 5 Bilder gemacht. Das Faszinierende ist, jedes deiner Bilder, eigentlich kann man sagen, alles eigentlich anders. Jedes, ist komplett anders. Ja, du wiederholst dich im Grunde genommen auch nicht. Und deswegen ist das so spannend. Wenn das anfängt, höre ich auf. Nee, das machen wir lieber nicht. Aber es ist so spannend, mit dir hier über Kunst zu sprechen und dich natürlich auch zu beobachten. Wir können es wieder hinsetzen. Wir haben keine Bilder mehr, ne? Also leider. Du hast leider nur 4 mitgebracht. Das liegt natürlich auch daran, dass deine Bilder ganz weit unterwegs sind. Du bist jetzt demnächst zu sehen in Ausstellungen. Also ich bin quasi jetzt in Berlin, nicht? Erstmal London.
Ja, London war doch. Ach ja, London, genau. Jetzt bin ich jetzt. Ja, man ist verwirrt. So viel ja. London war, das war eine ganz wichtige große Ausstellung. Ja. Dann ist jetzt die, ich bin ja auch Galeriekünstler von der Igel-Galerie in Berlin. Ah so, okay. Und da findet jetzt im September die Bagel statt. Das ist eine richtig große von der Igel-Galerie. Also da kann man deine Bilder dann live sehen. Da hoffentlich demnächst auch mal dann wieder hier in Hamburg. Ja. Ja. Du findest Kunstherz. In der Fachpresse bereits entsprechend statt. Also die Leute respektieren das auch und honorieren das Ganze durch einschlägige Beiträge. Ich glaube, aus dir wird tatsächlich nochmal ein ganz großer, ich meine, du bist irgendwie 1,90 Meter groß, aber ich glaube, da wird noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Ich bin der Meinung, man sollte diesen Künstler durchaus weiter beobachten. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, mein Name ist Stefan Raab. Wenn es Ihnen gefallen hat, Cosmo Dumont. Und dann schalten Sie auch nächsten Monat wieder ein, wenn es heißt, was Kunst du? Die nächste Ausgabe gibt es am Montag, dem 16.09.2013 um 21 Uhr. Selbe Stelle, selbe Welle, anderer Gast, genau genommen eine Gästin. Wir machen uns ein Bild von einer Künstlerin, die auch schon richtig viel in der Kunst bewegt hat. Wenn einer eine Reise in die Welt der schönen Künste tut, dann hat er was zu erzählen. Wenn eine ein Kunstwerk macht, dann hat es ihre Kreativität meist weit gebracht. Ob das so ist, sehen Sie selbst. Wenn Sie einschalten, schauen Sie mal und dann sehen wir ja. Bleiben Sie uns gewogen, in dem nächsten Monat sind wir wieder da. Genießen Sie die fernsehfreie Zeit bis dahin. Und unser lieber Reinhard, der Name passt eigentlich nicht mehr. Hart ist es nicht mehr, es macht dir Spaß und Freude. Du hast deine Bestimmung in der Kunst gefunden. Reinhard, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du wiederkommst. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich finde, heute war die Sendezeit tatsächlich zu kurz. Denn ich glaube, du hast noch sehr, sehr viel mehr zu erzählen. Und das ist natürlich auch die Bilder, die ihre sehr, sehr eigene Sprache sprechen. Bilder werden international verstanden. Das heißt, man braucht keinen Dolmetscher, man braucht keinen Übersetzer. Man sieht es bereits, du bist in London zu bewundern. Ich denke mal, dass deine Bilder wahrscheinlich tatsächlich um die ganze Welt gehen. Ich denke, auch in Japan kann man solche Werke zeigen. Aber ich denke da auch an Russland, ich denke an ganz Asien, eigentlich Südamerika, Amerika. Eigentlich, es gibt fast kein Land, wo das nicht interessant ist. Ich glaube, du hast eine sehr, sehr, sehr große Zukunft vor dir. Und solche Künstler wollen wir hier natürlich auch in der Sendung haben. Ich freue mich, wenn ihr euch bewerbt, hier bei uns in die Sendung hinein. Und ich glaube, es ist ein spannendes Thema für unsere Zuschauer. Bleibt uns gewogen. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Wie gesagt, jeden Monat einmal sind wir hier bei Tide auf dem Sender. Immer am dritten Montag. Ihr könnt uns dann natürlich auch bei YouTube sehen und ja, bleibt dabei, habt Spaß und bewerbt euch bei mir. Ich freue mich einfach, mehr Menschen in diesem Bereich kennenzulernen und ihnen die Plattform hier zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank, adios und goodbye für heute.